Frenkel frottelt. Heute. Let's play Harald Frenkel in Max Payne 3. So, willkommen bei noch einer Runde Deathmatch bei Let's Play Harald Frenkel in Max Payne 3. Als nächstes werde ich mal Team Deathmatch ausprobieren, aber jetzt nochmal Mann gegen Mann. Ein letzter Versuch. Vorerst. So. Da ist niemand. Oh, wo kommst du her? Oh, wo kommst du her? Mein Gott, ey, da ist ein bisschen viel los hier, oder? Naja, wenigstens habe ich einen erwischt. Hallo? Ah. Verdammt! Ihr seid alle so doof! Ach komm! Warum habe ich ihn jetzt nicht den getötet? Ich habe doch ganz gut reagiert. Oh Mann! Burst ist aktiv. Kann ich jetzt auslösen? They decided to upgrade their hard. Jawoll! Ah! Mist! Jetzt hänge ich an der Mauer. Und wieder diese komische Max Payne-Typ. Stirb! Was heißt Glückskugel bitte? Was heißt das denn jetzt? Glückskugel? Das ist sowas ähnliches wie eine Liebeskugel. Kann ich mir die irgendwo reinschieben? Was ich immer vergesse, ist, dass ich ja plündern kann, ne? Aber ich denke da mal nicht dran. Das ist alles so stressig für mich. Jawoll! So, jetzt ist mir die Muni ausgegangen, oder was? Jetzt bin ich so gut wie tot. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich wieder zurück. Ich versuche mich jetzt mal da zu verstecken. Burst ist bereit, das ist sehr schön. Man heilt ja, das ist ja das Gute. Das ist ja schon gut. So, jetzt brauche ich mal einen Gegner, bitte. Ja, da war er! Danke! Arschgesicht. Also ich gehe so oft in die Deckung, wo ich gar nicht will. Diese... Oh, shit! Ja, okay. Ja, ich gehe immer so in die Hocke, was ich eigentlich meistens gar nicht will. Hilfestellung. Arschloch! Dafür stirbst du jetzt, sag ich dir, Bursche. Bleib hier. Haut der mir ab da? Kann das wahr sein? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Plündern genau bringt. Das ist, geht mir auch alles viel zu schnell. Aber ich mach's halt, weil man's kann. Mist! Ihr könnt mir gerne was unten in die Kommentare schreiben, dass ich vielleicht irgendwann mal schlauer werde. Jawohl, Frenkel, das war mal nicht schlecht hier, alter Falder. Mal einen getroffen von den blöden Pennern. Mist. Jetzt mach ich da mal Vendetta, das ist irgendwas mit Revanche. Es gibt bestimmt extra Punkte oder so, keine Ahnung. Ja, Vendetta gewonnen, juhu. Oh Gott, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin gerade so im Rausch. Mann, 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 so gut war ich ja noch nie. Es ist halt irgendwie doch... Ah! Es ist halt doch irgendwie anspornend, wenn man weiß, es gucken Leute zu. Das ist irgendwie witzig. Ah, Max Payne, du blöder Loser, du! Blöder Lederjackenträger, du! Arschgesicht, Nasenbär! Eselstreiber! Da hätte ich jetzt vielleicht einen Shoot-Dodge andingsen sollen. Und er hat schon dreimal gegen mich gewonnen und ich habe noch kein einziges Mal ihn abgeschossen. Das ist nicht gut.
Jawohl! Du Arschgesicht! Ja, und dann kommt der wieder und macht mich platt. Mist! Erwische ich ihn noch mit der Granate vielleicht? Ja, ich habe ihn noch erwischt. Mist! Der wäre mein gewesen, wenn er sich jetzt nicht versteckt hätte. Oh, der kommt zurück. Ha, der Blödmann kommt zurück. Ist der doof. Ah, der ist ja noch blöder als ich. Ich fasse es nicht. Burst ist bereit. Das ist gut. Ich brauche einen Gegner. Komm, ich habe einen Burst jetzt. Los. The heat was about to get hot. Komm, stirb. Scheiße, die sind so weit weg. Und ich habe keine Munition mehr. Na, dolle Wurst. Und jetzt? Ach, ich muss eine Waffe aufheben vielleicht. Warte mal. Naja, gut. So hat sich das Problem auch erledigt. Man kann ja Waffen aufheben. Man muss sie nur finden. Komm! Ihr kleinen Schwulis! Ah! So, ich mach eine Vendetta. Obwohl das riskant ist gegen diesen Blaze-Eimer da. Gegen den habe ich schon 5-mal verloren. Da war noch einer. Na ah, toll. Hinter die Mauer, du Idiot. Der hat nicht gewusst, wo ich bin. Das passiert sonst immer nur mir, dass ich nicht weiß, wo der Gegner ist. Ah, komm, die Granate macht ihn noch tot. Los! Nee, schade. Ist ja ganz schön viel los hier mittlerweile. Meine Fresse. Ha. Was bringt mir Adrenalin wieder zur Hölle? Ich hab doch keine Ahnung. Stirb, du Blödmann! Das ist der Blaze. Das ist dieser blöde Blaze. Ach Gott, sind ja noch selber ab. Selber erledigt quasi. Vendetta verloren. Schade, schade. Also das mit der Granatenwurf und dann drauf zulaufen, das war nicht so schlau. Das gebe ich gerne zu. Ah, Mann. In dem Moment, wo ich eine Granate werfen wollte. Komm, wir geben jetzt eine Vendetta hier. Vendetta. Ah, shit. Ja, da geht er hin. Zum 7. Mal gegen Blaze. Ach Mann! Jetzt läuft's aber gar nicht mehr gut. Am Anfang lief's wieder so gut, dann habe ich's wieder versaut. Fucking told you. So. Da, dem habe ich's aber gegeben jetzt mal, ne? Und schon kommt wieder ein anderer daher. Schon wieder Vendetta verloren. Mann, Mann, Mann. Wo führt das noch hin? Jawohl, jetzt habe ich mir meinen Kill geklaut von so einem Arsch, von einem anderen Arsch. Ja. Blaze 7 geht mir auf den Sack. Blaze der 7. geht mir auf den Senkel. Dezent, ja. Tja. Und Limmap 5 geht mir auch auf den Sack. Fällt mir gerade auf. Ach komm. Kann doch nicht sein. Ja, bis der Onkel Harald mal reagiert, oder soll ich sagen Opa Harald, ist er natürlich meistens schon tot. So, was geht jetzt ab? Irgendeiner schießt auf mich und ich weiß nicht wo. Also springen wir mal ein bisschen blöd rum. Hilft ja vielleicht, ne? Hilfestellung.
Ah, komm, geh doch in Deckung. Ach, Mann, oh. Blödes Spiel. Max Payne 3. Doofes Spiel. Ah, wenigstens das hier. Waffe wurde verbessert. Das ist auch was wert. Verloren, verloren. Na, das ist ja mal was ganz Neues. Lümmab. Naja. Ja, gegen den habe ich kein Land gesehen, würde ich mal sagen. Und jetzt wird's wieder spannend. Welchen Platz habe ich erobert? Es wird sich wohl mehr so im unteren Drittel bewegen. Aber was soll's. So, beim nächsten Mal jetzt mal Team Deathmatch. Jetzt haben wir genug Deathmatch gespielt und jetzt da mal ein Team. Bin mal gespannt, wie das ist. Naja, wie gesagt, Hauptsache nicht Letzter. Ich bin nur ein bisschen oft gestorben, das nervt. Naja. Was soll's?